Ist ja schon Bombenstimmung hier. Ja? Klar, bald ist Urlaub, da ist der Deutsche immer gut gelaunt. Der Deutsche denkt ja praktisch nur von Urlaub zu Urlaub. Zwischendurch arbeitet er mal ein bisschen was, aber ja, nicht übertreiben. Und es funktioniert. Wir sind das Volk mit der geringsten Wochenarbeitszeit weltweit, aber Wirtschaftsweltmeister. Das erzeugt natürlich Neid, deshalb wollen Sie uns immer am Zeug fliegen. Ich sage Ihnen eins, lassen Sie sich ja nicht weiterhin verunsichern von diesen doofen PISA-Studien. Da schneidet man nur deshalb so schlecht ab, weil sie uns die falschen Fragen stellen. Was interessiert uns denn, wie viel ein Bauer verdient, wenn er pro Hektar 4000 Kilo Kartoffeln ernten lässt in 10 Stunden, von 12 Landarbeitern in 5 um jeweils 1 Euro gestaffelten Lohngruppen? Ja, Entschuldigung, die Frage verstehen wir überhaupt nicht. Aber fragen Sie mal am Jahresanfang einen Deutschen, wie man 11 Tage Resturlaub, 9 Feiertage und 6 Brückentage so kombiniert, dass am Ende zusätzlich 4 Wochen Urlaub dabei rausschaut. Das können wir auf jeden Fall. Ja. Aber eins muss ich Ihnen sagen, das ist enttäuschend. Die Zahl der Deutschen, die nach Griechenland fahren, so geht das nicht. 20% weniger, gerade jetzt. Der Grieche braucht den Euro. Und wir haben dem Griechen, haben wir viel zu verdanken. Ja, der Grieche hat die Demokratie erfunden, das waren ja nicht wir. Und er hat unsere Demokratie bereichert. Ohne den Griechen gäbe es zum Beispiel die Partei Die Grünen und Bündnis 90 überhaupt nicht. Wo hätten die sich denn damals treffen sollen zur Gründung des ersten Ortsvereins? Nur beim Griechen. Ja, kein deutscher Gastwirt. Kein deutscher Gastwirt hätte damals langhaarige, strickende Männer in seine Wirtschaft reingelassen. Oder die in der Öffentlichkeit stillenden Frauen immer die Brust heraus. Da hätte es geheißen, das Mitbringen von eigenen Getränken ist verboten. Raub! Ja. Und der Grieche hat sie aufgenommen und hat sie preiswert bewirtet. Die Grünen damals hatten ja alle kein Geld. Heute sind sie steinreich. Ja, der Grieche hat sie bewirtet mit einem Spitzenprodukt der europäischen Küche. Ich sage nur eins, Bauernsalat. Ein genialer Salat, praktisch nur aus Gurke, Gurke und dann ein bisschen Gurke drauf. 4,50 Mark mit Schafskäse 4,60. Brot und Uso umsonst. Kein Wunder, dass der jetzt pleite ist. Ja? Da gehst du aus der Wirtschaft raus, hacke voll, hast du überhaupt keine Zeche gemacht. Ja? Ich sage Ihnen eins, ich fahre dieses Jahr nach Griechenland und für mich ist das ein großes Opfer, weil ich bin überhaupt kein Urlaubfahrer. Ich fahre nie in Urlaub. Ja, ich habe die Zeit dazu gar nicht. Ich weiß, viele lachen über meine Einstellung, aber da fahren sie pro Jahr 5-mal in Urlaub. Wenn es dann im Leben dem Ende zugeht, stellen sie fest, die Zeit fehlt ihnen. So. Ja? Gut, auf der anderen Seite, verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts dagegen, wenn Leute in Urlaub fahren. Das Schlimme ist nur, dass die meisten wiederkommen. Und dann plötzlich hier in Deutschland auf locker machen, Samba-mäßig, südländisch, mediterran. Ja, da schwächt uns, plötzlich laufen alle mit der Bastenmütze rum oder spielen Buhl. Der Deutsche spielt nicht Buhl, der kegelt. Und zwar nicht über der Erde, sondern 2 Treppen tiefer in der Bundeskegelbahn. Ja, unsere Stärke ist die schlechte Laune. Die macht uns keiner nach, darum beneiden uns andere Völker. Das schaffen die gar nicht, die wollen es imitieren, aber kriegen es nicht hin. Und nur wenn der Deutsche schlecht gelaunt ist, wenn wir uns über uns was ärgern, dann machen wir die größten Erfindungen, dann hauen wir rein. Hier, nehmen Sie mal die Frau Melita. Jeden Morgen hat sich geärgert, immer den Kaffeesatz da in der Tasse drin. 4 Wochen später war der Melita-Filter da. Ja? Oder nehmen Sie Beethoven, der hat seine beste Musik komponiert, als er depressiv war, weil er nichts mehr gehört hat. Dann hauen wir rein. Und nehmen Sie doch mal so südländische, der Italiener, ne, steht den ganzen Tag locker mit O Sole Mio auf der Lippe, am Strand rum in der knappen Badehose, hier den Kamm so locker drin. Überprüft alle halbe Stunde, ob sein Brusthaar noch die Form von Sizilien hat. Ja. So, und was hat der Italiener? Was hat der Italiener erfunden? Das Haargel und die Liegesitze im Auto. Mehr nicht. Ne?
Für alle Last-Minute-Bucher habe ich noch einen schönen Hinweis. Sie haben sich richtig verhalten, dass Sie bis zum Schluss gewartet haben. Die Bundesregierung hat jetzt eine Liste mit den Urlaubsorten unserer Politiker herausgegeben. Nicht, dass es da zu unangenehmen Überraschungen kommt. Ja, stellen Sie sich vor, Sie schwimmen im Mittelmeer, taucht vor Ihnen reine Brüdele auf. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie da den Reiseveranstalter verklagen können. Ja. Das gilt wahrscheinlich als Naturkatastrophe. Weiträumig umfahren sollten Sie auch die Eifel. Dort macht Andrea Nahles von der SPD Urlaub. Ja, mit ihrem Baby. Obwohl, ich muss sagen, das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Dieses unschuldige, unbedarfte Wesen, das mit großen Augen da in die Welt guckt, nicht? Und daneben dann das Baby. Natürlich. Natürlich gibt's auch. Natürlich wollen sich auch die Politiker im Urlaub von den Wählern mal erholen und fahren deshalb in Länder, wo sie keine kennt. Die FDP fährt nach Deutschland. Der Rösler will den ganzen Sommerurlaub dazu verwenden, ja, durch alle Bundesländer zu fahren und jeden einzelnen FDP-Wähler persönlich zu begrüßen. Ja. Die Frage ist nur, was macht er am zweiten Urlaubstag? Und dann, in dem Sinn, meine Damen und Herren, in dem Sinn, schönen Urlaub, alles Gute.